Herzliches Willkommen hier in der Albert Hall am Feiertag, so kurz vor Weihnachten. Ich finde das toll, wie viele gekommen sind. Ich muss das ehrlich sagen, ich weiß, dass es nicht gerade die Zeit ist, wo man sagt, ach, was mache ich heute Samstag? Habe ich eigentlich noch nichts vor? Gehe ich doch zu den Wiener Neos? Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Aber es ist ja tatsächlich, und das zeigen die wirklich überaus netten, ich möchte auch ein Dank oder ein Lob an die für die Dekoration Verantwortlichen aussprechen. Wo sind die? Ja, das ist ausgesprochen nett. Henny und Gregor. Henny und Gregor haben das gemacht. Ein schönes Symbol. Die Reise geht weiter. Erstaunlich, was es noch für Koffer gibt, die man auftreiben kann. Falls den jemand abgeben möchte, also ich würde mich anmelden. Der gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Und es ist, trifft sich gut, ich wusste davon nichts. Und habe aber selber mir gedacht, ich möchte euch gerne mit meinem Rückblick auf eine kleine Reise einladen. Denn es ist, und das möchte ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen, nicht selbstverständlich, dass wir heute hier in so einem gefüllten Saal sitzen und wo wir heutzutage stehen. Vielleicht einmal eine kleine Reise in dieses Jahr 2018, das ja durchaus für viele von uns mit vielen und zunehmend wachsenden Überraschungen sozusagen einhergegangen ist. Ich hätte mir vor einem Jahr, zu Beginn des Jahres, nicht gedacht, dass ich heute hier stelle und auch ein Stück weit das Zepter übergeben werde in Wien. Ich habe vor einem Jahr eine Entscheidung getroffen, in Wien zu bleiben, die ich sehr ernst gemeint habe, weil mir die Zukunft unserer Stadt unendlich am Herzen liegt. Aber wer die letzten Monate gesehen hat, weiß auch, dass sozusagen es nur der Dümmste sich nicht auf Änderungen oder auf ein verändertes Umfeld einstellen kann. Dass es einfach notwendig war, hier Entscheidungen auch zu treffen. Und ich freue mich sehr, dass diese Übergabe auf Bundesebene gut gelungen ist. Und ich muss sagen, voller Stolz und auch Dankbarkeit, denn das gilt auch der Dank der euch mitteilen zu können, dass wir auch jetzt zum zweiten Mal wieder am Donnerstag oder am Freitag, waren es in der Zeitung war, mit 9% bundesweit stehen. Das ist übrigens für die Aficionados, die irgendwie Umfragen sammeln, es gab in den letzten Jahren einen kurzen Zeitpunkt, hat man mir gesagt, wo wir auch kurz bei 9% gestanden sind, das war nach der Wien-Wahl. Also das heißt, ich weiß um das Verdienst der Wiener Landesgruppe sozusagen in der Angelegenheit und wie wichtig die Landesgruppe ist. Ich möchte euch jetzt aber zurücknehmen in das Jahr 2013. Das Jahr 2013 war sozusagen der Einzug Neos in den Nationalrat. Und ich war ja damals bestellte, noch nicht gewählte Landessprecherin von Wien. Es gab in dem Sinn keine Landesgruppe. Also ich war sozusagen eine Königin ohne Reich, aber reich an Ideen. Und wer sich damals erinnern kann, es gab ja eine Mitarbeiterin, die wird wahrscheinlich heute nicht da sein. Sie ist mittlerweile wieder nach Vorarlberg zurückgegangen, die Steffi Sturm, die wirklich damals als Teilzeitkraft, sozusagen Teilzeit am Papier, voll im Herzen dabei, mit mir gemeinsam und dann auch natürlich wachsend, Alexander Huber, sozusagen als mein erster Mitarbeiter im Nationalratsclub Wien aufgebaut hat. Und ich möchte euch da kurz einfach meinen Blick drauf zeigen oder eine Anekdote. Ich bin 2013 dann als Wiener Landessprecherin, habe ich mich vorgestellt bei vielen Politikerinnen und Politikern in Wien, weil ich gedacht habe, gut, also wir sind jetzt am Spielfeld, wir haben schon auch vor, in Wien eine prägnante Rolle zu spielen. Es ist ein Akt der Höflichkeit, dass man sich auch vorstellt bei den Playern, bei den Akteuren der Wiener Kommunalpolitik. Und so bin ich auch zu Bezirksvorstehern gegangen und war bei damals Ursula Stenzel Bezirksvorsteherin im ersten Bezirk. Hat sie auch ein bisschen was getan. Und ich bin in ihrem Vorzimmer gestanden und damals war Jessi Lintl, die war damals stellvertretende Bezirksvorsteherin. Das war, wer sich noch dunkel erinnern kann, es gab das Team Stronach. Und die waren durchaus sehr erfolgreich, glaube ich, mit 8%, glaube ich, bei der Nationalratswahl. Und sie war die Wiener Landeschefin. Und ich habe mit ihr geplaudert, während ich da sozusagen gewartet habe, bis mich die große Grand Dame der ehemaligen Bürgerlichkeit, jetzt irgendwie des reaktionären, was auch immer, verstaubten Polittums einlässt, habe ich mit der Jessi Lintl geplaudert und gesagt, du Jessi,
wie bereitet ihr euch vor auf Wien? Sagt sie, naja, aber das ist ja 2020. Entschuldigung, 2015, bin ich schon bei der Zeit voraus. Sag ich, naja gut, aber ich meine, wir haben ja einen Schwung, es sind jetzt ganz viele Leute da, die stehen da, die haben mitgearbeitet, die klopfen an, die sagen, dummer was in Wien. Und sie sagt zu mir, ach, die werden schon wiederkommen. Ich habe mir nur gedacht, ich meine, ich war jetzt nicht der Profi im Aufbau von politischen Organisationen, aber ich habe tief in mir drinnen gefühlt, naja, also ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, wenn man so einen Ansatz hat. Und wer sich dann erinnert, wir haben dann eine erste Versammlung gemacht im Kolpinghaus. Darf ich mal fragen, Hände hoch, wer war damals dabei? Ja, es freut mich sehr, dass eigentlich so viele da sind, die auch damals dabei waren. Und es war überwältigend. Ich glaube, es waren 70, 80 Leute da, die alle da gestanden sind und gesagt haben, jetzt tun wir was. Jetzt bauen wir Wien auf. Jetzt schreiben wir ein Programm. Und es war ein bisschen so, wer ist aus welchem Bezirk da? Passt, du übernimmst jetzt einmal die Bezirkskoordination für den Bezirk. Wer möchte sich um das Thema Verkehr kümmern? Ausgezeichnet, das warst du, glaube ich, Bettina, oder? Bettina Emmerling, wer auch immer du bist, steh auf und übernimm sozusagen Verantwortung für diesen Themenbereich. Und wir sind ins Arbeiten gegangen. Wir haben viel auch ermöglicht und zugelassen. Wir haben Menschen tatsächlich eingebunden und gesagt, du bist hier, du willst etwas tun, wunderbar. Ich habe damals oft Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, naja, aber wie baut ihr denn das auf? Ihr könnt ja nicht einfach irgendwelche Leute nehmen, die da kommen und sagen, ich möchte mitarbeiten und die nehmen dann einfach gleich eine Themengruppe. Macht ihr Hintergrundchecks, schaut ihr euch die an, testet ihr die irgendwie. Und ich habe damals gesagt, und natürlich, jede Phase hat eigene Bedingungen oder eigene, ja, also sozusagen ein eigenes Umfeld oder habe damals gesagt, es gibt keine Alternative zu Vertrauen. Wenn jemand hier zu dir kommt und sagt, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte mittun, ich möchte etwas tun, um dieses Wien frischer zu machen, durchzulüften, um mehr Freiheit zu ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern, um bessere Schulen zu bauen und zu gestalten für unsere Kinder, dann mache ich keinen Hintergrundcheck und sage einmal, wer ist das eigentlich? So habe ich gesagt, wunderbar, ich übergebe dir Verantwortung. Du bist verantwortlich für den Bereich. Das ist natürlich ein Start-up-Denken, das viele kennen, die sozusagen auch im unternehmerischen Bereich tätig sind, dass man sehr schnell Menschen Verantwortung übergibt. Dass damit eine sehr starke Forderung, bisweilen auch Überforderung, ist klar. Und dass wir mittlerweile nicht mehr ein Startup sind, ich glaube, das sieht man heute hier. Also ich würde sagen, wenn ich auf Wien blicke, ist es zumindest schon ein KMU. Ich kann euch berichten, wenn man auf den Bund schaut, was ich so sehe, dann sind wir ein Konzern. Aber es ist auch gut so, aber wir müssen jetzt da, ja. Und das erfordert natürlich auch andere Führungsqualitäten, Management-Skills, das erfordert ganz viel. Und wer Wien da von Anfang an begleitet hat, weiß das natürlich auch, durch welche Phasen man da geht. Da gibt es auf jeden Fall dann die Norming, Storming und dann eben, glaube ich, auch sehr gute Performing-Phase. Also den Wunsch nach Regeln, der Wunsch nach Standardisierung, der Wunsch nach Professionalisierung. Damit kommt natürlich auch immer der Wunsch nach Bürokratie, aber das, glaube ich, werden wir gut schaffen, dass wir das ein Stück weit trotzdem im Zaum halten. Wir haben dann ein Programm geschrieben in Wien und das haben wir zum ersten Mal gemacht, so wie wir vieles zum ersten Mal gemacht haben. Darf ich fragen, wer war damals dabei in der Urania? Das muss ungefähr ziemlich genau vor 3-4 Jahren gewesen sein. Wer war damals in der Urania dabei? Als wir unser Programm auf Wien-Ebene und Bezirksebene beschlossen haben. Ein gutes Programm. Aber ich glaube, es ist an der Zeit und es ist gut, dass wir und dass vor allem auch du, Christoph, das jetzt so engagiert fortführst oder eigentlich führst, einen neuen Programmprozess gestartet haben mit Chance 2020, weil viele Bedingungen von 2014, 2018 und schon gar nicht dann in der Zukunft 2020 vielleicht gar nicht mehr gelten. Dann sind wir zum ersten Mal in eine Vorwahl gegangen. Wer sich erinnert, weiß, dass es keine leichte Zeit ist. Es mag schon sein, dass unser Vorwahlsystem nicht das Gelbe vom Ei ist. Dass es sehr kompliziert ist.
Das ist allein die Frage, wieso wählt ihr da in drei Schritten, wieso lasst ihr alle Wienerinnen und Wiener dazu, auch da eine Frage des Vertrauens und sozusagen des Zulassens der Beteiligung. Und dann Vorstand, wo immer die Diskussion ist, aber der Vorstand, wieso wählt er anders, wieso erlaubt er sich anders zu wählen als die Bürgerinnen und Bürger und dann die Mitglieder, sehr komplex ist, es ist auch enorm aufwendig. Ich kann mich erinnern damals, Philipp, du bist damals im Team dabei gewesen und Projektkoordinator gewesen und ich glaube, es war kein kleines Projekt, das du da auf die Beine gestellt hast. Es war auch kein billiges Projekt damals, muss man sagen. Also das hat uns schon einiges gekostet, auch an Sicherheitsfragen, die wir lösen mussten. Und es ist natürlich ruppig. Ja, also es ist natürlich ruppig. Aber ich möchte eines sagen, wer sozusagen jetzt ein bisschen den Blick auf andere Parteien in dieser Frage mal richtet, der kommt immer wieder zum Schluss, dass also so schlecht ist unser Vorwahlsystem gar nicht. Es ist nämlich weder die pure Hierarchie, die Parteihierarchie, die Parteimacht, wie es halt die alten etablierten Parteien fahren, wo halt irgendein Vorstand eine Liste bestellt, noch ist es eine reine Basisdemokratie, wo man dann irgendwie dasteht und sagt, puh, was machen wir jetzt mit dem Ergebnis? Und sozusagen das ganz aktuell die Wiener Grünen etwas ausprobiert haben, was vielleicht auch zu überraschenden Ergebnissen geführt hat, hat man ja gesehen. Also es ist keine triviale Angelegenheit, aber ich bin eine Verfechterin dieses Vorwahlsystems, auch wenn ich glaube, dass es Verbesserungen braucht. Ja, und dann der Wahlkampf, der, ich weiß, für viele anstrengend war, sehr anstrengend war, emotional anstrengend war, körperlich anstrengend war. Ich weiß, wie viele da gelaufen sind bis an die Grenze sozusagen der Belastbarkeit. Ich weiß auch, dass es damals eine Zeit war und da gab es immer wieder Diskussionen intern dazu, wo es darum gegangen ist, auch und gerade Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir waren nicht die Player am Spielfeld, wo wir automatisch damit rechnen konnten, dass der ORF, herzlich willkommen, bei uns steht beispielsweise und sich dafür interessiert, was wir tun. Das heißt, es war ein bisschen damals dieser Kampf David gegen Goliath und dieses durchaus notwendige Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es war 2015 eine Schicksalsfrage für NEOS, diese Wahl zu gewinnen. Es war nicht nur eine Ehrensache, sondern eine Schicksalsfrage. Ich weiß, und danach gab es ja eine durchaus sehr anstrengende Zeit, in der ich euch und ihr mir sehr viel zugemutet habt, in der ich sehr viel gelernt habe, und wir gemeinsam, glaube ich, eine Entwicklung gut durchgemacht haben. Ich möchte an der Stelle meine unendliche Dankbarkeit zum Ausdruck bringen allen, die in dieser schwierigen Phase stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt haben und die Konstruktivität und ein NEOS in den Vordergrund gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind gemeinsam gewachsen. Wir sind gemeinsam gewachsen an Größe, an Stärke, an politischer Schlagkraft, aber wir sind auch gemeinsam innerlich gewachsen. In dem Wissen, dass wir im Zuhören, in der gegenseitigen Empathie, aber durchaus auch in klaren Entscheidungen und wertschätzenden Dialog uns jede noch so schwierige Frage einer Organisationsentwicklung zumuten können. Und ich sehe darin eine Qualität, die ich bei keiner anderen Partei sehe in Österreich. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit einmal sagen und an der Stelle wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben es geschafft, und das ist keine Einzelleistung, dass wir NEOS wirklich als die Oppositionspartei in Wien etablieren. In den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr viel über Opposition gesprochen, angeblich, also dieses Krankjammern oder Schlechtreden der Opposition, das verstehe ich schon heraus aus der Unzufriedenheit gegenüber einer Bundesregierung, die halt anders ist, als man sie sich wünscht. Ich hätte sie mir auch nicht gewünscht, ich wünsche mir die FPÖ nicht in einer Regierung und man sieht ja auch tagtäglich, was das bringt, aber wir haben es tatsächlich geschafft, in Wien wie auf Bundesebene uns zu verankern als die Oppositionskraft. Und zwar immer, und das finde ich das Hervorragende dabei,
durchaus mit dem Spannungsbogen, würde man sagen, mit der Dissonanz, dass wir auf der einen Seite konstruktiv arbeiten, dass wir uns guten Vorschlägen nicht verschließen, dass wir nicht automatisch sagen, naja, wenn das jetzt von der SPÖ oder von Rot-Grün kommt oder von der Regierung kommt, dann sind wir dagegen, sondern wir sagen, okay, was ist eigentlich unser Anspruch, was ist eigentlich unser Leitgedanke, was wollen wir, warum machen wir eigentlich Politik und wo können wir auch konstruktiv zusammenarbeiten und eine bessere Lösung erarbeiten. Ihm vielleicht, mittlerweile kann man sagen, ja, da sind wir nicht die Mehrheit, glauben daran, dass Demokratie auch und gerade vom Diskurs lebt. Die Debatte, die dazu führt, dass man gemeinsam vielleicht zu einer stärkeren Position kommt. Die Debattenkultur ist etwas, was sehr in Verruf geraten ist mit, naja, die streiten nur und außerdem gibt es sie ja, sie findet ja nicht mehr statt. Es sind sozusagen Schaukämpfe, aber die konstruktive Debatte, wo man ringt um Lösungen gemeinsam, auch wenn es vielleicht nicht notwendig ist, weil man ohnehin die Mehrheit hat, das ist ein wenig ins Hintertreffen geraten. Ich halte das aber für den wirklich wesentlichen, zukunftsgewandten und sehr optimistischen Zug zu sagen, Demokratie und Entscheidungsfindet findet heute anders statt, als es in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Es ist einfach falsch zu glauben, dass nur weil man die Mehrheit hat, automatisch man auch im Recht ist, Entscheidungen zu treffen. Das gilt für Wien genauso wie auf Bundesebene. Das Berufen, die Legitimation von einzelnen Positionen aufgrund der Tatsache, dass man einfach die Mehrheit hinter sich hat, ist falsch. Die Legitimation über den Sinn und die Sinnhaftigkeit ist richtig. Das ist auch der Grund, warum wir NEOS immer wieder darauf pochen müssen, dass es uns darum geht, ein Sinnangebot zu machen und nicht ein Machtangebot. Abgesehen davon, dass wir das nicht in der Form können. Aber gut, es ist wesentlich. Die Menschen, die meisten hoffentlich, sind bei uns, weil sie ein Sinnangebot brauchen und nicht ein Machtangebot. Das ist etwas sehr Wertvolles und das ist etwas, wofür wir jetzt gerade auch auf europäischer Ebene kämpfen werden. Um die Zukunft Europas in der Sinnfrage und nicht in der Machtfrage. Jedenfalls haben wir aber auch die Oppositionsarbeit mit Härte angelegt. Ich kann mich an einige Artikel erinnern, wo Journalistinnen und Journalisten geschrieben haben, also diese NEOS, diese Meindl-Reisinger, ich verstehe euch gar nicht, wie die eigentlich mit überhaupt niemandem jemals koalieren, so wie sie quasi da allen mit einem Körperteil ins Gesicht fährt. Ich glaube, es ist, man muss immer vielleicht sich im Stil das überlegen, Klarheit ist durchaus ein Merkmal unserer Kommunikation, würde ich sagen. Und eins ist auch ein Merkmal, wir lassen uns sicherlich nicht Freundalwirtschaft oder strukturelle Korruption oder sonstige Machenschaften gefallen, und zwar egal von wem. Egal von wem. Also ich schaue jetzt nicht darauf, nur weil es sozusagen bei der SPÖ vorkommt, dass ich dann das unter den Tisch fallen lasse, wenn ich das genauso sehe bei der ÖVP. Und wenn Fehler passieren oder wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, dann werden wir das kritisieren und werden auch nicht um den Brei herumreden. Und ja, ich habe das schon öfters gesagt, wir haben viel zum Thema Steuergeldverschwendung, strukturelle Korruption, Freundalwirtschaft, sprichwörtlich einfach den Filz in der Stadt gesprochen. Aber die Dimension, die Dicke des Filzes, mag sein, dass es sozusagen in kalten Tagen wärmt, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade im Zeichen der Klimaerwärmung unbedingt notwendig ist, ist doch bedeutend stärker, als wir uns das gedacht hätten. Also ich glaube, da können alle meine Kolleginnen und Kollegen ein Lied davon singen. Überall, wo man den Deckel aufgehoben hat in Wien, sieht man, dass eine Partei zu lange an der Macht ist. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Schlag nach in jedem Lehrbuch der Politik. Wenn du zu lange an der Macht bist, dann bilden sich Muster struktureller Korruption heraus, dann wird es filzig, dann geht es nur noch um Machterhalt. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig für unser Wien und das ist zu wenig für die Zukunft unserer Stadt. Aber wir waren auch immer klar darin, dass wir Wien als weltoffene Stadt sehen. Dass wir das Zusammenleben und den Zusammenhalt in Vielfalt als Mehrwert sehen in dieser Stadt. Dass es darum geht, innovative Lösungen gemeinsam zu finden, die die Freiheit des Einzelnen und die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, in den Mittelpunkt stellt. Daher geht es uns um die besten Schulen. Daher geht es uns auch um bessere oder zukunftsorientierte, enkelfitte Spitäler oder Gesundheitssystem.
weil das ganz wesentlich ist für den Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Stadt. Und es geht auch eine Kultur, die es sich verbietet. Vielleicht mag ein Stammtisch etwas Notwendiges sein und ein Hygienefaktor in einer Gesellschaft. Dass es einen Raum gibt, wo man nicht mit der Political Correctness und der Moralkeule auf Menschen zugeht und sagt, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht denken. Aber wer glaubt, dass man das, was am Stammtisch stattfindet, in die Politik holen darf und sozusagen auf einmal hinten in der Politik Stammtischparolen schwingt, wo man einzelne Menschengruppen gegeneinander ausspielt, der hat eindeutig eine rote Linie überschritten, eindeutig eine rote Linie für NEOS überschritten und das wird es mit uns niemals geben. Ich bin gestern am Abend in meinem Büro gesessen und habe Weihnachtsgeschenke eingepackt. Ich hoffe, meine Kinder hören das jetzt nicht. Ich habe ja so ein Bild bekommen zum Abschied, wo ganz viele Fotos der letzten Jahre aus Wien abgebildet sind, also dargestellt sind, so ein richtiges Mosaik. Und es war wirklich schön, es waren schöne Bilder und schöne Erinnerungen. Vom Wahlkampf, wo wirklich zig Menschen auf der Straße waren in pinker Kleidung oder in irgendeinem pinken Accessoire und gute Stimmung verbreitet haben, von unseren Versammlungen, von Aktivitäten, von Aktionismus auf der Straße. Ich möchte an der Stelle wirklich allen Ehrenamtlichen danken, die neben Job, neben Familie, neben, weiß ich nicht was, Reiseaktivitäten, sich das immer wieder ja, einfach gönnen, so am Feiertag mal schnell bei NEOS vorbeizuschauen und vielleicht auch noch im Vorübergehen ein paar Flyer zu verteilen oder von Tür zu Tür zu gehen. Ihr seid wirkliche Helden, nicht nur Helden der Straße, sondern Helden von NEOS. Ich möchte mich bei allen Mandatarinnen und Mandataren bedanken. Hände hoch, wo sind unsere Bezirksrätinnen und Bezirksräte? Es ist eine tolle Zahl, es ist eine tolle Arbeit und ich kann mich erinnern, auch ihr, auch wir haben das alle zum ersten Mal gemacht und wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Und wir sind da hineingegangen, teilweise mit Erwartungen, die sehr schnell enttäuscht wurden und das war emotional nicht immer leicht. Weil wir haben gedacht, wir sind jetzt da, wir haben Ideen, jetzt wird man doch warten auf unsere konstruktive Zusammenarbeit, jetzt wird man doch warten darauf, dass man irgendwie gemeinsam zu Lösungen kommt und haben festgestellt, dass das nicht so ist. Also wie der Herr ehemalige Bürgermeister Michael Häupl richtig gesagt hat, gewartet haben wir nicht auf euch und das haben wir halt gespürt, sozusagen bei jeder Aktivität. Und ich kann mich erinnern, wir haben letztlich Gemeindetag gehabt. Da hat die Heidi Zimmermann etwas gesagt. Sie sagt, weißt du, es ist schon interessant, die Lernkurve, dass man eigentlich draufkommt, dass man mit einem Antrag, der abgelehnt wurde, weitaus mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt, als mit einem Antrag, der angenommen wird von einem. Und das ist natürlich das Dilemma der Politik schlechthin, dass Konstruktivität in dem Fall nicht belohnt wird, weil es dir in der Regel sozusagen, weil du damit nicht durchkommst, du kommst nur mit dem Widerspruch durch und das macht die Politik zu einem sehr anstrengenden Ort, zu einem Ort, wo man eigentlich stets auf das Negative hingewiesen wird oder auch das Negative sucht, wo man eigentlich den Widerspruch und die Negation in den Vordergrund stellt und nicht das Positive Gemeinsame und das macht auch viel mit Menschen. Daher glaube ich, es ist wichtig an der Stelle auch zu sagen, jetzt vor Weihnachten, nehmt euch die Räume, immer wieder zu euch selber zu finden und das Negative nicht überhand nehmen zu lassen, weil Politik wird sicherlich nicht der bessere Ort, wenn wir auch alle zu Zynikern werden. Aber ich sage jetzt auch Helden, ihr Bezirksräte, weil ich weiß, ihr steht da teilweise auch sehr alleine und ich möchte euch wirklich danken. Ich weiß, es ist teilweise eine sehr harte Arbeit, aber ich kriege immer wieder Mails, dass sie auch sehr wertgeschätzt wird von vielen Menschen. Danke euch. Ich möchte mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, sowohl vom Landesbüro als auch von Clubseite. Ich habe auch jetzt ein tolles Team, aber ich vermisse euch jede Einzelne und jeden Einzelnen immer wieder auch sehr. Ich habe die Offenheit, mit der wir gearbeitet haben, sehr geschätzt. Ich habe es auch immer sehr geschätzt, wenn ihr mir rote Karten gezeigt habt und gesagt habt, Beate,
also jetzt überforderst du alle, oder Berthe, das ist wirklich ein ziemlicher Blödsinn, was du jetzt sagst, diese Kultur, ich bin teilweise stur geblieben, das kann durchaus sein, ja, aber das ist ein Wesenszug von mir, aber ich habe das immer so gehandhabt und ich habe das sehr geschätzt und wie man sieht, zahlt es sich aus, auch bei den sagen, hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darauf zu setzen, dass sie eigentlich, ich sage immer, hire for attitude and train for skills. Es geht um die Leidenschaft für die Sache und damit die Bereitschaft auch in Kreativität und Aktivität mehr zu geben als ein bloßer Job 9-to-5. Und ich glaube, das zählt für jede und für jeden und dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, meine Kolleginnen und meine Kollegen im Gemeinderat, ich habe letztlich gesehen, eure Fotos, die ihr gepostet habt, wieder nach den Gemeinderats- und Landtagssitzungen im Wien-internen Forum. Und da war schon ein bisschen so Wehmut auch dabei. Ich habe auch enormen Wehmut, dass ich jetzt nur 3 oder 4 Minuten reden darf im Nationalrat. Also mir ist das sehr angenehm gewesen, 40 Minuten oder 20 Minuten oder sogar gar keine Redezeitbeschränkung zu haben wie im Wiener Landtag. Aber na gut, man konzentriert sich auf das Wesentliche, aber ich kann euch berichten, die Debattenkultur und die Qualität der Debatte ist durchaus nicht besser im Nationalrat als im Wiener Gemeinderat. Aber ich habe wirklich gerne mit euch gearbeitet und gemeinsam dieses Flugzeug, offensichtlich ist das Bild, geformt und gebaut, das jetzt so gut fliegt. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute und bin sehr stolz und dankbar, so ein Team gehabt zu haben. Christoph, du wirst das Zepter übernehmen, das erfordert Mut. Courage, eine Eigenschaft, die du jedenfalls hast. Du hast auch den Fleiß, das habe ich gesehen. Du hast die Empathiefähigkeit, du hast die Fähigkeit, Organisationen zu bauen und in Menschen dich hineinzudenken. Und du hast auch die Fähigkeit zu führen. Du hast keinen Gegenkandidaten, das macht es ein bisschen leichter. Aber du hast nicht nur keine Gegenkandidaten, sondern du hast mein volles Vertrauen und ich wünsche dir wirklich alles Gute auf diesem Weg, aber wie gesagt, ich glaube, du hast alles, was es braucht. Beim Christoph muss ich immer besonders lachen, wenn ich die alten Fotos sehe, weil ich glaube, es gibt niemanden, der so eine auch Entwicklung durchgemacht hat, was Look angeht, wie du. Zu gut, also sehr gut gemacht, wirklich. Last but not least möchte ich mich bei meinem Landesteam bedanken. Das ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Auch nicht immer leicht, wir haben uns auch viel zugemutet, sehr viel Offenheit zugemutet, sehr viel Raum für Diskussion zugemutet. Und ja, wir haben dieses Flugzeug durch turbulente Zeiten auch gesteuert, gut gesteuert, empathisch gesteuert, mit Weitblick gesteuert, auch mit dem Mut zu sagen, ich glaube, jetzt haben wir kurz einen falschen Kurs genommen, jetzt müssen wir wieder auf eine andere Strecke kommen. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass man in solchen Organisationen, die von Hierarchien leben und von Macht teilweise leben, den Weg geht und sagt, naja, reden wir offen drüber, was läuft gut, was läuft schlecht, wo haben wir auch Fehler gemacht in Entscheidungen, wo müssen wir was zurücknehmen. Das haben wir uns immer zugemutet und dafür bin ich dankbar. Ich möchte an der Stelle dem Werner danken, weil die Finanzen sind nicht unwesentlich und nicht nur einmal haben wir um 23 Uhr telefoniert. Und ich wusste immer, dass die in guten Händen sind und ich mich eigentlich nicht so drum kümmern muss. Danke, Werner. Applaus